Ein guter Torwart hält alles. Wir öffnen die Fotos, die wir miteinander verschmelzen wollen, als Ebenen. Um die Fotos auszuwählen, halten wir die STRG-Taste gedrückt. Um die Fotos optimal verschmelzen zu können, bringen wir durch Anpassen der Bildgröße sowie durch Skalieren beide Fotos in die Position, in der wir sie gerne haben möchten. Wir überprüfen, ob die Ebene mit dem Foto, das wir mit dem anderen verschmelzen wollen, im Ebenendialog die oberste Ebene ist. Nun gehen wir auf die obere Ebene, rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen. Um das Objekt, das wir mit der unteren Ebene verschmelzen wollen, freizustellen, wählen wir einen Pinsel mit harten Kanten. Wir müssen überprüfen, ob die Vordergrundfarbe schwarz ist, sonst können wir nicht freistellen, da die Ebenenmaske weiß ist. Wir stellen das Objekt frei. Hoffentlich ist der Torwart der Aufgabe gewachsen. Wenn euch das Lernvideo gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich. Vielen Dank.